Hier wurde Orson Welles erschossen. Vor über 50 Jahren. Harry Lime war sein Name. Aber ich bin Larry Heim, ich bin der vierte Mann und ich lebe noch. Denn ich bin schneller. Als vierter Mann begrüßte er jahrelang die Unterweltfans im Wiener Kanalnetz. Heute trifft er die Touristen ebenerdig vor dem Stephansdom. So, ich begrüße mal alle Freunde der Unterwelt. Normalerweise bin ich ja immer mit der Trommel unterwegs. Zwischen 1998 und 2003 ist Peter Ribortz mit fast 100.000 Besuchern auf den Spuren des dritten Mannes gewesen. Und er hat der Stadt Wien fast 8.000 Euro an Gebühren überwiesen. Jetzt macht er einmal in der Woche Kellerführungen im ersten Bezirk. Doch von diesen kann er nicht leben. Vorausgegangen ist ein jahrelanger Streit, Ribortz gegen die Stadt Wien, um die Nutzung des unterirdischen Areals. Man hat in mir das rote Tuch gefunden, ein schwarzes Schaf, aber die tatsächliche Situation, dass wir über das größte unterirdische Areal verfügen, das man sinnvoll kulturell nutzen könnte und das auch von anderen Städten schon erkannt wurde, das wird hier nicht erkannt und das ärgert mich am meisten. Und er trauert seinen Fackeltouren nach, die Mensch und Kriechtier unter den Kanaldeckeln der Stadt vereint haben. Das Feuer der Fackeln in den engen Kanälen und geschlossenen Räumen des Cholera-Kanals sei viel zu gefährlich, heißt es von der zuständigen MA30. Viele Jahre sind vorbei, seit der dritte Mann der Zeit. Doch Gerüchte sterben nicht, tauchen auf in neuem Licht. Hier am Karlsplatz tauchen jetzt die Touristen auf, die in den Sommermonaten eine dritte Mann-Tour machen können, veranstaltet von der Stadt Wien. Die Sicherheitsrichtlinien sind streng, Fackeln sind verboten. Aufgrund aller möglichen Hochwassergefahr darf der attraktive Wien-Flusstunnel, wie damals bei Peter Ribortz Touren, nicht mehr betreten werden. Denn man weiß, dass eine Hochwasserwelle kommt. Wir sind natürlich über die Wettersituation informiert. Nur in diesem Bereich, auf dem wir uns hier befinden, das ist ein 2,5 Kilometer langer Tunnel. Und wenn sich Leute in diesem Tunnel befinden, dann kommt die Hochwasserwelle zu schnell, um die Leute zu evakuieren. Wir haben über 500 Touren gehabt. Hochwasser ist dort absehbar, über Satellitenbilder ist absehbar, über die Wettersituation, über Stunden und Tage voraus. Es ist an und für sich so, man hat überlegt, wie man mir am besten das Handwerk legen kann und hat ein Gesetz aus dem Jahr 1965 ausgegraben. Nach diesem Gesetz darf dort niemand runter, nur die Stadt Wien selber. Und die macht jetzt mit dem dritten Mann das große Geld. Ist Peter Ribortz verärgert. Warum wurden die Fackeltouren eigentlich fast 6 Jahre von der Stadt Wien genehmigt? Und jetzt ist das Sicherheitsrisiko plötzlich zu groß? Wurde von der Stadt zu wenig genau kontrolliert? Man hat nicht zu wenig genau geschaut, sondern wenn das Ansuchen lautet, ich möchte im Wien-Flussbett spazieren gehen mit einer Besuchergruppe und ich mache dann etwas anderes, dann können wir das sozusagen nicht kontrollieren. Wenn das Ansuchen so lautet und ich mache dann etwas anderes. Die Stadt Wien habe sehr genau gewusst, wie die Touren ablaufen, ist Peter Ribortz überzeugt. Aber vielleicht waren sie eben zu gut und die Touristen haben lieber die Fackeltour gebucht als die langweilige dritte Mann-Tour, mutmaßt Peter Ribortz. Mit Fackeln in der Unterwelt, Dudelsack und Trommel dort, heute Ratten fern von diesem Ort. Nicht nur die Ratten bleiben in Zukunft fern von diesem Ort, sondern auch Peter Ribortz muss seine Existenzgrundlage wohl für immer zu Grabe tragen. Ich meine, die Unterwelt gehört jedem und das hängt gar nicht davon ab, ob ich dafür kämpfe oder nicht. Das ist etwas, das ist teilweise Architektur, wie sie nicht mehr gebaut wird, die man an und für sich nicht dem Normalsterblichen vorenthalten dürfte. Die Kellerführungen sind für ihn nur ein schwacher Trost. Wahrscheinlich muss sich der Kämpfer für die Unterwelt demnächst einen neuen Job suchen. Außer die Stadt Wien versöhnt sich doch noch mit dem vierten Mann. Niemand zweifelt noch daran. Die Zeit ruft nach dem vierten Mann. Vor 100 Jahren gab es noch keinen Stahlbeton.